Hallo von der Bild Air 2017 in Hannover. Mein Kollege Michael Wehrli von ProKlima Schweiz hat heute einen Vortrag gehalten über die Entwicklungen der Luftdichtheit in der Schweiz. Was ist denn deine Kernthese? Erstmal danke, dass ich hier ein Interview mit dir machen darf, Heidi. Was für mich sehr wichtig war, war über die Entwicklung der Luftdichtheit in der Schweiz zu sprechen. Dort habe ich vor allem das Luftdichtheitskonzept angesprochen und habe erstmal gesagt, was es generell für Regelungen in der Schweiz gibt. Das ist ein ganz, ganz alter Begriff in den Normen. Mir war dann wichtig aufzuzeigen, wo die Unterschiede zum Luftdichtheitskonzept in Deutschland sind, was da anders ist, weil ich glaube, dass die Leute in anderen Ländern auch davon profitieren können, verschiedene Sichtweisen kennenzulernen. Und da, um wieder auf das Inhaltliche zurückzukommen, war es so, dass in der Schweiz der Fokus bei dem Luftdichtheitskonzept und bei der Luftdichtheit nicht nur auf die Hüllfläche geht und es geht nicht um energetische Verluste nach außen, sondern der Fokus ist dahin, dass es darum geht, dass die Leute sich wohlfühlen in einem Haus. Und deswegen wird eine Wohnung einzeln gemessen, auch in einem großen Mehrfamilienhaus. Und die internen Leckagen werden gleich mitgemessen. Das heißt, das soll ja auch einfach der Nutzer, letztendlich der Bewohner, spüren, dass ein Luftdichtheitskonzept Sinn macht. In Deutschland gibt es ja so ein paar Vorbehalte gegenüber Luftdichtheitskonzept, ja. Mit wer ist dafür verantwortlich, wer macht das und warum überhaupt. Ist es in der Schweiz ähnlich? Ja, ich habe in dem Vortrag auch gezeigt, dass ich rumgefragt habe, Teilnehmer von Seminaren, die wir ja viel durchführen, habe ich gefragt, kennt ihr das? Habt ihr schon mal ein Luftdichtheitskonzept gesehen? Und da war es wirklich so, von 60 Leuten haben nur 3 aufgestreckt und haben gesagt, ja, das kennen wir, das haben wir schon mal gesehen. Und der Rest, nö, kennen wir nicht. Also ist auch viel Aufklärungsarbeit auch in der Schweiz zu leisten. Unbedingt, ja. Und dazu wirst du sicherlich bald im ProKlima-Blog in der Schweiz was schreiben? Dazu hatten wir schon einen Fachartikel geschrieben und ich glaube, ich werde jetzt diese neuen Erkenntnisse hier von Bild Air in Hannover mitnehmen und da wird bestimmt auch was Schönes zu lesen im Blog oder als Fachartikel dann wiederkommen. Okay, dann vielen Dank. Also Sie haben gehört, schauen Sie unbedingt in den ProKlima-Blog Schweiz hinein und seien Sie gespannt auf neue spannende Fachartikel von Michael Wehrli.